Jo, da sind wir zurück zu Sim City. Mein Name ist Gabur und musste gerade telefonieren. Aber so viel hat sich nicht getan, weil die Zeit. Ne, die Zeit lief doch nicht weiter. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, die Zeit lief weiter. So. Schule haben wir. Hier unten fehlen uns noch ein paar Bushaltestellen. Für die Schule die Bushaltestellen. So. Dann haben die letzten Leute da auch noch Schule. Seht ihr, jetzt geht es nämlich hier schon los. Guckt euch das hier an. Weil sie alle durch die Mitte knallen. Wie die Idioten. Ja, ob das nämlich dann so schlau ist. Wird man einfach abwarten, Leute. Ich muss mir das jetzt angucken. Guck mal, wenn die so alle so ruckidizuck da wegkommen, ist es ja okay. Ja. Also da mache ich mir da noch nicht so den Kopf drum. Bei 3.296 Einwohnern ist es eigentlich auch ganz okay gerade. So, wo bauen wir denn unser Egoistenpalast hin? Hier unten mitten an der. Hier unten hin. Genau. So. Das hätten wir dann auch. Das war. Ja, wir dürfen jetzt der Stadt einen Namen geben. Geben wir sie jetzt auch mal einen Namen. Nennen wir sie jetzt wirklich mal Glabur. Das habe ich hier nicht immer so einen schwulen Namen, wo ich dann das Stottern anfange beim Lesen. So. Was fällt mir denn jetzt noch ein? Was fehlt uns jetzt überhaupt noch? Uns fehlt die Polizeiwache. Aber dafür machen wir eindeutig noch nicht genug Geld. Wir können mal gerade in die Außenansicht gehen. Was ist hier? Berufspendler. Okay. Ja, da wurde ich gerade auf den Desktop geschmitzt. EA versucht mal wieder meinen Rechner abzutasten. Die blöde Drecksau. Berufspendler. So. Also so langsam. Wir haben 158 Arbeitslose. Ja, da haben wir natürlich offene Stellen. Den Bereich haben wir ja noch gar nicht. Wir haben auf jeden Fall Arbeitslose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben auf jeden Fall sowieso nicht genug Industriegebäude. 8. Ziehen wir das hier mal noch lang. So. Noch nicht genug Industriegebäude gehabt. 10 sollte man haben. 10 Industriegebäude zu eurer kleinen Information am Rande. Guck mal, wir haben immer noch nicht alle Wohnungen besetzt. Also, dauert schon, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Also der Weg dauert schon, bis die Leute hier einziehen. Ja. Also finde ich schon sehr amüsant. So, da fährt der Ochse rüber. Also manchmal nutzen sie ja doch schon den Tunnel. Ich glaube, dass die Autobahn nachher richtig überfüllt sein wird. Aber man kann natürlich diese hier später noch anschließen. Ja, dann hätten wir 4 Zufahrten. Das könnte dann gut gehen. So, 990. Was macht das Wasser? Reicht noch. Kakalakak reicht auch. Und Strom wird sowieso reichen, weil wir den kompletten Strom da hinten bei uns aus der Welt kaufen. Wo 2250 Megawatt über sind. So, wir haben jetzt einen Plus von 1220. Es fängt an, dass es langsam anfängt hier in eine Gänge zu kommen. So, das Ding updaten wir natürlich einmal. Seht ihr, jetzt geht's los hier. Dass das nicht mehr so rund läuft. Weil die Leute doch, die fahren ja doch durch den Tunnel. Okay. Okay. Ja, einfach mal abwarten. Also noch läuft der Verkehr. Die pendeln zwar alle nach außen, aber. So, Industriegebäude haben wir auf jeden Fall gebaut. Was ist mit Bildung? Wahrscheinlich sind die Klassenzimmer voll. Ja. Gut, dann bauen wir hier mal ein Klassenzimmer hin.
Was kostet der Bus? 3000, dann gibt es halt noch einen zweiten Bus dazu. So, das hätten wir dann auch. Was macht das Klinikum? Das ist auch schon gut besetzt. Das ist sehr schön. Die Zufriedenheit steigt. Das ist sehr schön. Natürlich werden die sich jetzt gleich alle schon auf Stufe 2 und 3 ausbauen, außer die an der Autobahn sind. Ich glaube, Autobahn ist nur Stufe Mittel. Gut, bis zur mittleren Etage ist ganz okay. Oder sollte reichen. Was gibt es jetzt hier schon wieder? Was? Es ist eine neue Abteilung im Rathaus verfügbar. Öffnen Sie das Rathausmenü. Ja, aber eigentlich sollte ja alles verfügbar sein, ne? Ihr habt eigentlich alles freigeschaltet mit meiner Wenigkeit zusammen. Ja. Eigentlich alles frei. Sehr schön. So. Ja, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall zusehen, dass wir hier ein bisschen mehr Kohle anlanken kriegen. Hier ist immer noch nicht alles besetzt. Die Leute ziehen nicht in meine Stadt. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist die Straße hier anschließen. So, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ob das dann... Wieso ist der nicht da abgebogen? Jetzt fahren die wieder alle nur durch den Weg, oder was? Ja, wir sollten vielleicht den Verkehr aufteilen, habe ich mir gerade schon gedacht. Wir haben jetzt nur hier gebaut. Vielleicht sollte ich anfangen und hier drüben auch anfangen zu bauen. Ja, weil wir leiten jetzt ja den ganzen Verkehr nur in dieses Gebiet hier. Vielleicht war das nicht ganz so schlau. Vielleicht hätte ich hier oben in die verschiedenen Abteilungen das aufteilen sollen schon. Ja, da muss man gucken. Da muss ich abwarten und mir das angucken. Dann brauche ich einen Park für mittleres Einkommen. Aber wenn es geht, einen ziemlich großen. So. Und dann vielleicht noch einen etwas kleineren. Das wird nicht reichen, Leute, um die Leute zufriedenzustellen. So. Das sollte reichen. Und wenn nicht, dann werden wir halt etwas später noch mehr Einwohner da bauen. So. Noch mehr Parks da bauen, Entschuldigung. So. Hier könnte man schon eine Reihe ziehen. Jawohl. Ja, jetzt kriegen wir ein paar Mittelständige. Und wir verteilen jetzt in dem Sinne schon so ein bisschen den Verkehr, dass da Leute fahren, hier Leute fahren. Wir haben hier unten immer noch nicht volle Bürgerzahl. Wir sind jetzt schon bei 10.000. Heilige Mama Maria. Ach, die Feuerwehr habe ich vergessen. Und die Polizei habe ich auch noch nicht. Wir haben keine Kredite mehr. Aber macht nichts. Ich habe mal die Kredite genutzt, um vielleicht das Straßennetz mal ein bisschen besser gebaut. Vielleicht. Ich weiß es ja noch nicht. Das wird man mit der Zeit mitbekommen. Bin manchmal schon überlegen, ob man hier nicht den Tunnel so hätte bis dahin ziehen müssen, dann den Tunnel bis da. Weil jetzt fahren sie alle ja bis oben hindurch. Also, keine Ahnung. Das ist jetzt immer die große Frage, ob das jetzt schlau war, ob das jetzt nicht schlau war. Aber das werden wir alles nehmen. Vorstadt, unterhalten Sie in Ihrer Stadt 500 Wohngebäude. Lol. Hatten wir das in der anderen Stadt nicht geschafft? Das ist aber dann schon sehr traurig.
Also das ist jetzt schon eigentlich ziemlich viel, was wir gebaut haben, finde ich. Natürlich sind das am Anfang ziemlich wenig Einwohner, da sich die Häuser ja noch nicht geupdatet haben. Und da geht nämlich jetzt schon das Problem los, dass wir hier wirklich einen absoluten Stau bekommen. Einfach, weil wir viel mehr Kreuzungen haben wie vorher. Hier unten auf der Autobahn. Ja. Ja, uns brennt gerade die Stadt hier weg. Ja, wir müssen gerade noch ein bisschen warten, bis wir die Kohle dafür haben. Mal gucken, wie wir das noch umgeleitet bekommen später hier. Was ich jetzt auch nicht verstehe, warum fahren die Leute da jetzt nicht... Ja gut, so ein paar gibt es, die abbiegen, aber ist... Ja gut, jetzt mal ein ganzer Schwung, der wirklich da oben jetzt rausfährt. Aber es ist wirklich nicht viel Leute, die den oberen Weg wirklich einschlagen. Die meisten Leute fahren jetzt wirklich durch den Mittelweg. Abwarten. Da muss man jetzt wirklich abwarten und Tee trinken. Ich bin der Meinung, die sollten wir hier so... Da haben wir das Klinikum. Da haben wir die Schule. Aha. Direkt hier oben an die Autobahn. So. Oh, wir haben aus der Nachbarschaft einen Feuerwehrwagen wohl bekommen. Sehr schön, jetzt haben wir aber auch einen. Ich bin EA und ich taste euch die ganze Zeit ab. Ihr könnt mich mal mit euren Abtasten. Ist alles bei mir schön blockiert. Können Sie ruhig weitermachen. Arschlöcher. Muss ich jetzt mal so wirklich sagen. So, Grundbrand. Brand, ja gut. Das Problem. Sind wir ja bei und versuchen das Problem gerade etwas zu beseitigen. Auch hier die Industrie brennt uns gerade etwas nieder. Upsa, das war der falsche Knopf. Wir werden auf jeden Fall beigehen. Oh ne, 1500. Wenn hier oben drauf schon mal die Glocke läuten, weil dann fahren die ja etwas früher los, wenn man diese Glocki, die Glock, 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 da oben drauf hat. Ja, Klinikum anscheinend ausgelastet. Ja, aber unser neuer Patientenflügel kostet 12.000. Gut, wir machen Plus, dann können wir den ruhig hinbauen. Zack. So. Dann haben wir da drauf schon mal reagiert. 14.000 Einwohner. Ich glaube, uns wird gleich die Stadt richtig auseinanderplatzen. Gerade wenn die anfangen, sich abzudaten, dann wird das so richtig explodieren hier. Gehe ich zumindest mal von aus, Leute. Mal abwarten und Tee trinken. Ne? Man könnte natürlich auch beigehen und hier nochmal eine Autobahn an der Kante lang ziehen. Dann würde man die ganzen miteinander verbinden. Aber dann fahren die wieder alle durch einen so einen Weg hier. Nee, 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 nee. Das tun wir nicht. Vielleicht werde ich später nochmal beigehen und diese Häuser, die an der Autobahn sind, entfernen. Aber damit... Ja, das kann ich halt noch nicht so richtig einschätzen. So, wir haben noch ein Trümmerfeld. Das entfernen wir natürlich auch sofort. So. Ja, natürlich müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten, Leute. Also auf jeden Fall warten. Gucken, was hier passiert. Gucken, ob ich noch irgendwelche Autobahnen integrieren muss. Kann ja sein, dass diese eine Mittellinie hier wirklich zu wenig ist. Dass ich vielleicht, sag ich jetzt mal, hier noch eine durchführen müsste. Oder sagen wir mal hier, eher gesagt.
und dass ich dann hier auch noch mal eine durchführen müsste, eine Autobahn. Aber das müssen wir noch mal beobachten. Ich glaube nämlich schon, dass wir da noch mal eine Autobahn durchziehen müssten. Aber abwarten, was jetzt wirklich hier passiert. Wir sind jetzt bei 16.000 Einwohner. Also wenig ist es wirklich nicht. 15.000 waren es. Scheiße. Ich bin auf jeden Fall bis jetzt sehr zufrieden. Und mir gefällt auch das, so wie ich es gebaut habe. Könnt ihr euch ja auch mal zu äußern. Weil so gebaut haben wir noch nie. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Dass wir das so mit den Autobahnen mal gemacht haben. Und ein bisschen probieren müssen wir es ja, ne? Also, was anderes bleibt uns ja nicht. Was möchtest du denn? Es heißt so, ein verrückter Karl Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Maximen, wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine große Stadt, um ihn richtigen Fahrradrahmen für sein Haus zu bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. Später. Alles später. So, jetzt können wir die Feuerwehr vergrößern. Das ist gerade so ein kleines Problemchen, was wir haben. So. Feuerwehr hätten wir. Etwas vergrößert. Zweiten Wagen zumindest. Da ist schon wieder was kaputt. So. Haben wir. Zufriedenheit. Zu wenig Kunden, wir mögen das neue, die neuen Gebäude der Stadt. Ja, hier treiben sich zu viele Kriminelle rum, bla 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 bla. Kommt noch, bleibt doch mal geschmeidig. Ja, guckt euch das an, hier staut es sich jetzt schon. Liegt natürlich daran, dass dieses Stück nur zweispurig ist, ne? Hier kommen jetzt auf dreispurig die Leute angeradelt. Und wir haben dann hier nur zweispurig. Da gibt es natürlich einen kleinen Stau. Aber eigentlich... Uiuiuiuiui. Warum biegen die da nicht ab, Leute? Jetzt ganz ehrlich. Wenn wir die Straße jetzt wieder